Ciao a tutti, oggi cuciniamo Baccheri con crema di burrata e pistacchi. Habt ihr natürlich alle verstanden, richtig? Nein, vielleicht nicht so ganz. Wir machen heute einfach eine leckere Nudelsorte mit einer Burrata-Creme, mit Pistazie, mit Guanciale als Speck und es wird eine verdammt geile runde Nummer. Es wird richtig gut. So, mein liebreizender Luigi, heute wieder an der Kamera. Wir fangen an mit den gehackten Pistazien. Die kriegen so eine leichte Röstung, dadurch werden sie gleich noch ein bisschen geiler. Währenddessen natürlich immer so ein bisschen aufpassen, dass diese kleinen Dinger da nicht wegbrennen. Das wäre wirklich fatal, aber wir nutzen die Zeit effektiv, vergehen uns am Guanciale. Das ist der Bauch, vom Schwein, Pancetta, der Bauch, Guanciale, die Backe, deshalb halt der Guanciale. Der ist ein bisschen fettiger, ihr seht das hier halt, guck mal hier, Luigi, diese bisschen dickere Fettschicht auch im Vergleich zum Pancetta. So, doch bevor wir anfangen mit dem Pancetta, das geht ja dann doch relativ schnell, holen wir die gehackten Teilchen hier wieder raus. So, und ihr wisst natürlich ja auch, dass ich die Zeit immer so effektiv versuche zu nutzen, dass ich jetzt auch wieder den Wassertopf hole und das Wasser schon mal vorkochen lasse. Wir machen aber jetzt weiter mit dem Guanciale. Daraus macht ihr jetzt diesmal Würfel. Also falls ihr mal irgendwann zufällig das Carbonara-Rezept gesehen hattet, da habe ich Streifen, so kleine Längsstreifen gelassen. Die waren da so ein bisschen länger. Aber hier brauchen wir jetzt Würfel. So, Luigi, weißt du, was wir jetzt machen? Guanciale in Pfanne. Das hat fast was Erotisches, würde ich sagen. Wieso fast? Einfach nur Speck, der heiß angebraten wird. Das ist geil. Hier packen wir auch nichts anderes bei, wirklich auch so kein Öl oder so. Kann man machen, muss man nicht, weil der Speck an sich, der verliert noch so viel Flüssigkeit. Dementsprechend, ich mag das eigentlich immer, wenn er eher so einfach pur da so vor sich hin rüstet und ja, kriegt halt einfach so ein pureres Speckaroma. So Leute, Speck ist am Braten, das Wasser am Kochen. Ich packe mir jetzt den Mixer, denn wir machen ja eine Burrata-Creme. Also passt auf, was wir da jetzt alles für brauchen. Ich nehme jetzt noch Knoblauch, Pistazienmehl, Burrata, mach daraus was richtig Leckeres. Das ist Porno, das ist wirklich... Aber wir brauchen das Ding ganz. Ein paar von den gehackten, gerösteten Pistazien, ungefähr ein bisschen weniger als die Hälfte, damit wir nachher noch was als Topping haben. Jetzt das Pistazienmehl, das ist tatsächlich, ja, da müsst ihr vielleicht ein bisschen suchen, kriegt man online gut oder in so italienischen Feinkostläden. Macht da mal so ein bisschen nach Gefühl rein. Knoblauch, einer der wichtigsten Geschmacksträger und Geber der italienischen Küche. Jetzt machen wir die Pfanne erstmal wieder aus, zack, holen den Guanciale hier raus. So, und wisst ihr jetzt, was hier in der Pfanne passiert ist? Komm mal hier hin. Das komplette Fett, was irgendwie vom Speck abgegangen ist. Das schmeißen wir natürlich nicht weg, denn wie wir wissen, Fett ist ein sehr wichtiger Geschmacksträger. Salz ran, ordentlich, nicht zu wenig. Wir haben einen großen Topf. Und die Nudeln. Baccheri, das sind so geile Dicke. Perfekt für dieses Gericht. Die kommen jetzt auch rein. Jetzt wird gemixt. Wir machen jetzt so ein ganz bisschen Olivenöl dazu. Wir packen jetzt alles in die Pfanne zum Guanciale-Speck, die Nudeln, den Speck, die Creme, verrühren das alles, ein bisschen Nudelwasser für ein bisschen mehr Cremigkeit und ja, ich fange jetzt einfach mal an. Schaumkelle wäre besser, aber wir nehmen jetzt das Ding, weil wir auch wollen, dass so ein bisschen Nudelwasser mit durchkommt. Zack. Jetzt kommt die schöne Creme. Wieder ein bisschen rühren. So. So, Luigi, wir sind ziemlich nah an fertig, denn wir müssen gleich eigentlich nur noch auftischen. Wunderbar. So, aber bevor wir das noch machen, jetzt am Ende noch einmal mit Salz und Pfeffer ein bisschen abschmecken. Und dann würde ich safe immer noch ein bisschen Pfeffer dran tun. Salzen macht das mal so ein bisschen nach Gefühl, weil dadurch, dass wir das gut gesalzene Nudelwasser
haben, würde ich nicht mehr so viel dran tun, wirklich nur noch so ein Müh. Dann lassen wir es noch so ein bisschen gehackte Pistazien regnen. So, Paccheri con crema di burrata und Pistazien und Guanciale kross gebraten. Sehr, sehr geil, sehr, sehr lecker. Ich muss jetzt einmal probieren. Das Wichtigste ist, dass es schmeckt. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es schmeckt euch, wenn ihr es nachkocht. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Egal, ob es euch gefallen hat oder nicht, gebt mir den Daumen nach oben. Kommentiert es gerne. Ich antworte natürlich auch auf alle Kommentare. Schreibt auch wieder Anregungen für Rezepte in die Kommentare. Abonniert die Glocke, damit ihr auch sofort alarmiert werdet, wenn ein neues Video draußen ist. Und ansonsten Leute, das ist ein richtig, richtig geiles, leckeres, einfaches Rezept. Kocht es zu Hause unbedingt nach. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Reingehauen. Ciao.